zusammen, mein Name ist Vladafir Kolbikov, gelernt. Willkommen zum neuen Video. Der Jux und ich drehen so oft Videos, dass wir ständig zusammen sind. Und wisst ihr, was wir entschieden haben? Wir haben uns entschieden, zusammen zu wohnen. Und so entschieden wir uns, ein riesiges, dreistöckiges Haus zu mieten. Und da wir Blogger sind, versteht ihr ja, dass unser Haus nicht gewöhnlich sein kann. Also schaut euch das an. Ein dreistöckiges Wohnhaus aus Lego. Seht, habe ich euch nicht angelogen. Es ist dreistöckig, es ist aus Lego und das ist ein Wohnhaus. Es gibt hier drei Wohnungen, sie befinden sich auf verschiedenen Ebenen. Aber Leute, es ist nicht so einfach. Wie wir alle wissen, kann es beim Mieten eines Hauses einen guten und einen schlechten Vermieter geben. Und wir haben nebenbei einen schlechten. Nun, Alter, du hast noch 23 Stunden und 41 Minuten. Das Geld wurde bereits überwiesen. Schlüssel auswählen, bitte. Und ich wähle den roten. Ich bin blau. Und wie entscheiden Sie sich? Und auf der Rückseite ist etwas drauf geschrieben. Dritter Stock? Mein erster. Ich hab den zweiten. So. So, nun, wer hat den ersten? Das habe ich. Kurz gesagt, Leute, diese Hütte wurde seit 3 Jahren nicht mehr repariert. Sie ist nicht in der besten Kondition, aber ich denke... Und was erwartet mich? Ihr habt hier eine moderne Einzimmerwohnung. Oh. Nicht schlecht. Ich bin im dritten Stock. Oh, du hast Glück. Warte eine Minute. Fahrstuhl hier, da machte ich schon die besten Reparaturen. Dies ist eine Villa der Villa. Ein sehr schicker Look. Die coolsten Möbel aller Zeiten. Vielen Dank. Ja, Mann, ich bin echt dankbar. Ja, danke. Also Leute, ich habe noch ein weiteres Objekt in der Nähe. Ich muss mich also jetzt beeilen. Tschüsschen alle. Ja, ich hab Glück gehabt. Na gut, er scheint ein cooler Typ zu sein. Na Jungs, Geld bezahlt, lass es abhängen. Ich geh auf den dritten. Und warum kommst du nicht rein, Kopikow? Komm, unter die Treppe. Wow, Leute, es ist hier einfach mega cool. Oh, wow. Okay, Leute, ich will euch eine kleine Rumtour durch meine Wohnung machen. Ich habe einfach den Jackpot geknackt und sie ist so cool, dass ich hier sogar keine Schuhe tragen möchte. Also, entspannen wir uns. Zunächst einmal zieht euch das Bett rein, Leute. Das ist das Modestück, das stilvollste und die bequemste Matratze habe ich alles hier im dritten Stock. Eine orthopädische, teure Matratze und das allercoolste Kissen aller Zeit. Was für ein Blick aus dem Fenster, Leute. Ich sehe die ganze Welt. Und schaut mal, was ich hier für ein cooles Modell von einem Porsche, aber ein Zeichen des Luxuses. Und den Seidenkissen. Und noch so eine Holzfigur, Leute. Schaut euch den rein. Er ist voll cool. Und auch habe ich noch einen mega coolen Tisch aus Holz. Er ist weiß. Er ist voll cool. Und meine Lieblings-JBL-Box. Ein cooles Buch und natürlich eine Lavalampe. Verdammt, mir ist aufgefallen, sie ist so schön. Und auch noch ein MacBook und ein Poster vom Eiffelturm. Leute, und das sind die Vorteile, wenn man oben wohnt. Eine tolle Aussicht, keine lauten Nachbarn und niemand nervt dich. Aber Vlad hat weniger Glück. Stimmt's, Vlad? Ja, Glenn hat eine großartige Beschreibung, aber meine Situation ist etwas schlimmer. Ich werde meine Schuhe nicht aussehen, denn mein Boden ist nicht so sauber. Schaut, ich habe meine Knie schon eingeschmiert. Hier wurde offenbar schon lange nicht mehr gewaschen. Meine Matratze ist aufblasbar. Es ist super günstig und man kann es in jedem Einkaufszentrum kaufen. Aber man kann schon drauf schlafen. Hier ist noch so ein cooles Kissen. Ein Comics. Hier ist so ein Dekanter. Hier sind 2 solche Lautsprecher. Und so eine Lampe. Ein billiger Plastiktisch aus irgendwelchem Ikea. Und es gibt noch 2 der teuersten Dinge hier. Das erste so ein Nintendo. Man kann ja Spaß und es kostet ziemlich viel. Und die 2. teure Sache, tadada, ein Poster mit unserem Spiel. Ich werde es für kein Geld verschenken. Ja, ich hab's viel schlimmer als Glenn, aber ich kann mir nicht einmal vorstellen, was Kubikov da hat. Ja, die Jungs hatten natürlich Glück mit der Wohnung. Ich schaue mir die Mülltonnen an. Mein Tisch ist nicht sehr aus Pappe. Könnt ihr euch das vorstellen? Von meinem Präfix kann ich eher nur träumen, Alter. Mein Setup sieht so aus. Und ich habe versucht, das zu spielen. Aber ich kann es nicht tun, Alter. Einfach gar nicht, Alter. Ich hatte so eins in meiner Kindheit, als es im Prinzip keine anderen Konsolen gab. Nicht funktionierendes Tonbandgerät. Ich weiß nicht, warum es hier ist. Vielleicht Nägel einschlagen oder so. Es ist schrecklich kalt hier. Arschkalt, Alter. Und wenn man die Nachbarn nervt, Alter, dann gibt es echt Ärger, Alter. Aber es gibt ein Plus, Alter. Wenn ihr im 1. Stock wohnt, müsst ihr nicht die schweren Pakete nach oben tragen, Alter. Zumal ihr in unserem Haus keinen Aufzug gibt, Alter. Und der einzige Luxusartikel hier ist ein Sportwagenplakat. Guckt mal hier.
Oh, das ist einfach eine Hütte. Man muss hier leben, ey. Hey, Mieter, wie geht es euch? Hey. Stinkt nach Socken hier. Verdammt, Leute, ich fühle mich schlecht, sehr schlecht, richtig schlecht. Schau ihn dir an. Gebiko, warte. Oh, nimm wenigstens nicht meine Brille, Alter. Ich hab seine Brille weggenommen. Mein Herr? Wer wär's, wenn wir ihm das verkaufen? Bitte. Okay, nimm es. Darf ich dich besuchen? Ich bezweifle es. Aber du hast es doch cool im Erdgeschoss da unten. Wechseln wir, oder was? Nein. Schaut euch das nur an. Denkt darüber, das ist ein riesiges Lego-Haus. Eigentlich ist es gar nicht so einfach zu bauen. Würfel zu Würfel, Würfel zu Würfel und so viele Male wiederholt. Weißt du, woran mich das erinnert? An den Kanalabonnement. Wenn du 4 Würfel hast, dann kannst du so einen Turm bauen. Und wenn du 1000 Stücke hast, kannst du ein riesiges Lego-Haus bauen. Oh, Leute, der Vermieter kommt! Hallo, Leute. So, ich habe schon meine Angelegenheiten geregelt. Wie habt ihr euch niedergelassen? Gut, sehr gut. Gut. Ja, okay. Also, Leute, ich muss sagen, ihr zahlt mir zu wenig. Also, höre ich, ab jetzt die Miete. Was soll das? Wir haben dir das ganze Geld bezahlt, was hatten. Hallo? Also, Leute, schaut mal her. Es gibt ein Schema. Ich werde euch herausfordern. Und wenn ihr verliert, dann muss ich euch etwas abnehmen. Wie ist das? Ich werde euch ein Objekt abnehmen, wenn ihr die Herausforderung verliert. Und dann ist sie für immer weg. Gibt es andere Optionen? Ja, ich habe sowieso nichts zu verschenken. Was versuchst du denn hier? Meine schöne Wohnung, oder? Ist doch schon. Normal, weich, komfortabel, geräumig. Und wisst ihr, was mit denen passiert? Die am Ende des Spiels das wenigste Zeug haben? Was? 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 Ich zeige euch jetzt. Du hast doch gesagt, er ist nicht durchgeknallt. Warum? Derjenige, der am wenigsten übrig hat am Ende, wird im Müll leben müssen. Whoa. So, es ist Zeit, jetzt anzufangen, Leute. Keiner will es. Dann fangen wir mal an, Leute. Haha, guten Abend oder Nachmittag. Hallo. Ich weiß es nicht, Leute. Ihr bekommt jetzt eure erste Herausforderung hier. Das ist ein Stück, das ich auf meinen Händen halte. Ihr müsst hier nämlich ein Fenster ausschneiden. Hier habe ich 3 Bleche. Wer zuerst ein Fenster ausschneidet, den nehme ich nichts weg. Beide andere werden das Opfer sein müssen. Jetzt werde ich hier ein Fenster zeichnen, damit ihr nicht darüber hinausgeht. Ungefähr so. Upsa. Nehmt ihr jetzt das Stück hier auseinander? Danke. 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 Ja, aber das einzige Problem ist mit dem Werkzeug. Ich habe es nämlich im Auto vergessen. Daher gibt es nur einen Schraubenzieher. Kommt. Und wie schneidet man es mit Schraubendrehern? Nun, ihr seid nicht dumm. Ich denke, ihr werdet es schon selbst herausfinden. Die Zeit drängt schon. Der Klient wartet schon. Ihr habt 5 Minuten. Los geht's. Verdammt, es geht nicht. Hier wackelt alles. Das ist nicht sehr cool. Aber es geht alles. Ich hab's. Unmöglich. Das war's, Serioga. Wie gefällt dir das, diese Fenster? Jetzt lass mal sehen hier. Wie bist du so schnell fertig geworden? Und du? Hast du das zu zeigen? Nein. Oh nein, Kubiakov, du hast das Blech einfach nur ruiniert. Komm schon, Mensch. Also, verdammt nochmal, gib das Ding weg. Also, ich werde dir wahrscheinlich Darts geben. Boah, es hat endlich geklappt. Haha. Du hast das Blatt ruiniert. Einfach so. Vielleicht gebe ich das Buch. Hör zu, das Loch ist nicht schlecht. Ein wenig schleifen und es wird schon schön sein. Und hier, gut gemacht, Blatt. Der Kunde wird zufrieden sein. So, jetzt gehe ich, Leute. Es ist Zeit für mich. Alles passt. Oh, wartet mal, ich habe etwas vergessen, euch etwas zu sagen. Genauer gesagt, ein kleiner Mann, der jetzt im Dachgeschoss wohnt. Hey, das ist für mich. Die Wohnung dort ist sehr schön und er hat auch gute Verbindungen. Deshalb müsst ihr ihn schmieren. Gebt ihm etwas zu essen. Na dann los. Oh, ich sehe Chips. Nun, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Wenn etwas übrig bleibt, könnt ihr es den Nachbarn weiter unten weitergeben. Und ich muss jetzt gehen, die Challenge wartet. Glöntig, lass uns auch was, bitte. Wenigstens bitte ein paar Chips. Ich werde mal sehen, was ich da Leckeres habe. Okay, hoffen wir, dass da etwas übrig bleibt. So, was habe ich denn hier? Chips mit Krabbengeschmack. Recht gut. Also, das lasse ich hier, das lasse ich auch. Und das brauche ich auch nicht. Das sieht gut aus. Glenn, lass uns doch etwas. Also. Bitte. Eins lasse ich das und das gebe ich den Jungs. So, das braucht ihr. Hey, Jungs, hier für euch. Oh. Ich verstehe, schaut, er hat die einzige Sache gelassen. Eine Tüte Buchweizen. Kubiakov? Was los? Okay, Kubiakov, fang. Kein Müll hier, bitte. Okay. Das ist eine Challenge. Was brauchen die?
Kebekov, du hast aber richtig gut getroffen. Ich versteh's nicht. Was war das denn gewesen? Du bekommst gar nichts. Im Großen und Ganzen habe ich hier schon mit einer kleinen Renovierung begonnen, was ihr schon sehen könnt. Und ich schlage vor, ihr spielt eine Telepathie-Herausforderung mit mir. Also wartet ihr mal so. Also, danke. Oh. Danke. An dich, Kebekov. Upsa, upsa. Trendy. Und du, Glenn. Hier, nimm's. Klebeband. Und jetzt zeige ich euch, welche Tapeten die Jungs auswählen müssen, um zu gewinnen. Und wenn nicht, nehme ich den Gegenstand dann weg. Ich wähle diese. Leute, bitte fangt an. Ich bin wie üblich in ein paar Minuten wieder zurück. Los geht's! Also, um ehrlich zu sein, verstehe ich den Besitzer überhaupt nicht. Also wähle ich nach meinem Geschmack. Ich liebe diese Tapete am meisten. Wahrscheinlich werde ich sie einfach hier auch rankleben. Fast fertig. Tapete ist aufgeklebt und ich warte auf den Vermieter. Also, ich verstehe ungefähr, wie der Eigentümer der Wohnung denkt und ich wähle die Tapeten aus. Also, ich nehme diese hier. Einmal umdrehen und dann geben wir der Wohnung ein bisschen Luxus. Also, ja Leute, sieht doch großartig aus hier. Nun Leute, ich habe meine Entscheidung bereits getroffen. Ich bin mir fast 1000% sicher, dass er sich für diese entschieden hat. Schau, die sehen toll aus, nicht wahr? Also, wir kleben an diese Wand. So. Und der letzte Schliff. Oh. Hallo, Chef. Hallo, wer's geht? Wie geht's? So, Leute, es ist jetzt Zeit zu schauen, welche Wahl ihr getroffen habt. Wir steigen jetzt ganz oben. Das bin ich. Schau dir meine Tapete an. Ja, ich verstehe. Und was bedeutet das? Hier. Ja, interessante Wahl. Warum nicht? Nun, Kobiakov. In seinem eigenen Stil, ja, Kobiakov. Tja, seid ihr bereit, die Ergebnisse zu erfahren? Ja. Eine Sekunde. Gut. Und Trommelwirbel. Voila. Was? Puh, Alter. Ich hab grün gewählt. Das sieht doch cool aus, Mann. Und ich die mit Autos. Und ich bin so, Alter. Mann, obdachlos hat mehr Ahnung von Tapeten als du. Was sagst du mir jetzt? Nein. Kobiakov, ausgezeichneter Geschmack. Ausgezeichnet, wie es sein soll. Vielen Dank. Nun, ihr zwei Hübschen, gebt mir jeweils eine Sache. Ah, okay. Dann nehmen eben diese Figur hier. Was ist das? Warum stand es da? Ich gebe dir einen Gravity Falls Comic. Wow! Ich habe diese Kreatur überhaupt nicht gesehen, ich habe mir andere angeschaut. Nun, ich weiß nicht, was hier steht oder was hier die Story ist, aber ich mache mich bereit für die nächste Herausforderung. So, Jungs, ich nenne die nächste Herausforderung The Neighborhood Tea Party. Ich habe ein Tablett und meine Lieblingsgerichte. Ich liebe sie so sehr. Die Essenz der Herausforderung, warte, Kobiakov, du musst das Tablett an Vlad weitergeben. Vlad sollte es an Glenn weitergeben. Nimm es! Oh, vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt wieder zurück. Und jetzt ganz ruhig. Oh. Ausgezeichnet. Es war die erste Runde. Also, jetzt füge ich ein weiteres Geschirrset hinzu, mein Lieblingsgericht. Also Leute, ihr müsst jetzt 3 Runden überwinden und 3 Geschirrsets herumbewegen. Wenn ihr aber kein Geschirr zerbricht, werde ich euch nichts abnehmen. Und wenn wir es kaputt machen? Wenn jemand aber mein Lieblingsglas zerbricht, nehme ich jedem einen Gegenstand ab. Also Leute, das ist Teamwork. Wir schaffen das. Wir sind nicht dumm. Wir arbeiten zusammen. Leute, seid ihr bereit? Ja. Ja. Nimm, Alter. Also 2 Platten sind noch in Ordnung. Ich hab's, alles gut. Ich trage. Komm, hör. Alles gut, ganz ruhig. Ich hab's nicht. Ich hab's, alles gut. Oh ja, ich hab's geschafft. Es ist sehr schwer. Okay, jetzt zurück wieder. Okay, jetzt wieder nach unten. Hast du es? Ja. Komm schon. Also der dritte Satz. Oh. Was machst du? Was soll das? Lados. Jungs, maximale Konzentration. Los geht's. Oh. Konntest du es nicht etwas höher bringen? Ja, Leute, es ist mir aus der Hand gerutscht. Verdammt, was meinst du mit ausgerutscht? Ich hab doch gesagt, maximale Konzentration, maximal. Meister, es tut mir echt leid. Oh, du Mensch. Eins nach dem anderen, bitte. Jetzt lauf schon. Und wovon soll ich mich trennen? Möglicherweise von den Bluetooth-Lautsprechern? Aber werde ich die brauchen oder nicht? Oh je, meine Lieblingstasse. Also, nimm die Lautsprecher. Hier, halt mal. Komm schon, beeil dich. Ich hab auch einen Lautsprecher. Das ist so... Und ich habe eine Zeitung. Könntet ihr nichts Besseres anbieten, aber es wird reichen. Ich bereite jetzt die nächste Herausforderung vor. Alter, Leute, tut mir echt leid. Oh, Jungs, der ist da. Mir ist wieder was eingefallen. 1, 2, 3. Nun,
erzähl mal. Im Kurzen und Ganzen habe ich beschlossen zu überprüfen, wie ihr mit dem Müll umgeht. Nehmt meinen Sack hier und gebt mein Glied weiter. Okay. Mülltrennung ist sehr, sehr wichtig, Leute. Wer das nicht tut, erfährt Respektlosigkeit von mir. Jeder von euch hat Müll, der in den richtigen Container geworfen werden muss. Jeder hat 5 Versuche. Mal schauen, wer die meisten Punkte bekommt. Leute, hier habe ich ein gekautes Kiwi. Yeah. Ich habe hier 2 Glasflaschen. Und was habt ihr denn? Also, ich habe hier eine große Plastikflasche. Ich habe eine angebissene Tomate, Leute. Oh. 2 Glas und eine Plastikflasche. Und hier so eine ungewöhnliche Frucht. So sieht das hier bei mir aus. Ich mache jetzt Rezension von meinem Müll. Hätte nie gedacht, dass ich so einen tun würde. Orangenschale, Flasche, Kiwi, Glas. Wartet ihr auch drauf, dass wir anfangen, mit diesen Glasflaschen zu werfen? Und noch so ein Baby. Na, wer fängt an? Ich. Also, ich fange da mit den Bioprodukten an. Also, mit dieser Frucht. Ich werfe diese Sternfrucht. Das in die grüne Kiste da. Alles Biologische gehört in die grüne Tonne, Leute. Feuerball! Kiwi. So, und? Vorbei. Maracuja. Oh, Kubikov hat den Container verwechselt. Ich halte das für einen schweren Verstoß. Sehr, sehr schlimm. Also, weiter geht's. Also, wir nehmen hier diese Plastikflasche hier. Und? So, jetzt bin ich dran. Wow. Kubikov? Eigentlich hat Kubikov Pech, weißt du, er wird ja von unten. Also ich finde es im Gegenteil, ist das einfacher. Nein, ich kann nicht zählen. Also, nehmen wir das größere Plastik. Also. Okay, mach ich das. Und. Oh! Okay, jetzt bin ich wieder dran. Mein Gott! Also, was? Mein Versuch? Das ist meiner Meinung nach der zweitgrößte Verstoß. Schau das an. Kubikov, du weißt überhaupt nicht, wie man Müll sortiert, oder? Nun ja. Jetzt kommen die Schalen dran. Ich habe einen Plan, komm her. Kurz gesagt, nehme ich jetzt alle diese Schalen, drücke die zusammen und mache drauf eine Kugel. Und dann werfe ich die... Was auch immer der gesagt hat, ist ein schlechter Plan. Glenn, fang an. Okay. Wow, Glenn. Also Leute, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Also Kubikov, mach das. Entschuldige, Kubikov, bist du überhaupt schräg? Du hast das Glas getroffen. Was stimmt mit dir nicht? Ich weiß nicht. Also, komm schon, Vlad, mach es vor. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es hat funktioniert. Ja, jetzt ist die Flasche aus Glas dran, worauf ihr alle gewartet habt. Leute, kann ich endlich anfangen hier? Komm schon. Los. Kubikov, das ist jetzt echt krass, wirklich. Vlad, komm, du. Was? Ich hab wirklich nicht gedacht, dass er trifft. Ich dachte, es fliegt dran vorbei. Glentik und... Also, du hast vorbei getroffen. Also, wir haben 5 Versuche verbraucht und weißt du, was ich mir dachte? Wir tun hier eine gute Sache. Wir fördern das Thema von Mülltrennung. Nützliches Geschäft. Und stützen uns mit einem Like, damit mehr Menschen dieses Video sehen. Jetzt schauen wir mal. Ich habe euch nämlich beobachtet. Kubikov, du hast mich nämlich am meisten enttäuscht. Du hast nämlich 3-mal den Container durcheinander gebracht. Gib mir bitte jetzt den Mülleimer her. Nimm es. Damit kannst du nicht umgehen, deswegen nehme ich das jetzt. Und die anderen? Sehr gut, Leute. Glentik! Nun, Zeit für mich. Ich gehe jetzt in die nächste Herausforderung. Fazit, sortiert den Müll, Leute. Ich nenne diese Herausforderung, wir feiern Einweihungsparty mit Getränken. Aber, oh, ich habe etwas mitgenommen, um euch aufzuheitern. Ah, nun, Leute, schließt eure Augen. Puh, was hast du reingegossen? Also, wir feiern eine Einweihungsparty und ihr müsst 1 von diesen 3 Gläsern zu Ende trinken. Wer damit nicht klarkommt, ich nehme ihn ein Objekt ab. Ja, wie ich verstehe, du hast etwas hinzugefügt, ja? Etwas stinken. Weißt du, woran mich das erinnert? Tabasco. Ah, ich dachte, das wären meine Socken, okay. 3 Getränke, ich nehme dieses Getränk. Ich kann das in einer Vase nicht abstreiten, aus irgendeinem Grund denke ich, dass normal ist. Bitte spuck nicht aus, würde auf mich laufen.
Tabasco? Fettiger Tabasco. Hast du es ausgetrunken? Nein, ich krieg das nicht hin. Okay, ich bin dran. Also, das hier, nein, das mittlere. Ich nehme das mittlere. Okay, los geht's. 1, 2. Was das, Tabasco? Ja, Tabasco zu 100%. Okay, Leute, schaut mir, dass ich durchhalten werde. Ich werde es ausdrücken. Nee, das schafft er nicht. Niemals. Nein, er tut einfach nur so. Er kriegt das nicht hin. Warum die Schärfe ertragen, Leute? Glentik! Was? Das ist es, ich bin fertig. Ich habe die Challenge abgeschlossen. Hast du das getrunken? Ja. Das ist doch unmöglich, Leute. Da die beiden Jungs in einer Mine gefangen wurden, sollte ich laut Wahrscheinlichkeitstheorie Glück haben. Deshalb habe ich für mich dieses Glas entschieden. Nun, wie läuft's, Kibikov? Ja. Wahrscheinlichkeitstheorie hat nicht funktioniert. Nein, ich will kein Obdachloser werden, also trinke ich mein Getränk aus. Komm schon, wie machst du das nur? Nein, das ist doch nicht möglich. Man kann doch kein Tabasco trinken. Trinkt! Und er trinkt. Nein, lass es doch einfach nur. Ich glaube, ich habe alles getrunken. Nun, Leute, mit Kubiakov schaut's sehr gut aus. Aber Glent hat's nicht zu Ende gebracht, also gibt her. Ja, ich suche mir gleich was aus. Ich denke, ich nehme das Poster. Ich habe es sowieso nicht gemocht, wirklich nicht. Hier, bitte. Na, du bist ein nettes Kerlchen. Ich würde solch ein Bild nicht loswerden. Ich häng's jetzt in ein Büro und wir machen weiter mit der nächsten Herausforderung. So, diese Runde ist keine leichte Aufgabe, Leute. Die Herausforderung ist schwierig. Ihr müsst nämlich im Team arbeiten. Oh, das mag ich. Ich habe mir die Wettervorhersage angeschaut. Regen kommt bald, also müsst ihr euch einen Schutz organisieren. In unserem Haus gibt es keinen Abfluss. Wir müssen ihn schnell bauen. Eure Aufgabe ist es, einen Abfluss zu bauen und zwar 2 Liter in diesem Eimer zu sammeln. So, hier stelle ich es jetzt und hier habe ich das Wasser. Leute, ich stelle den ersten auf und ihr stellt euch auf mich ein, weil ihr alles sehen könnt, alles klar? Also, okay, Vlad, ich habe mich eigentlich an dich angepasst. Bist du bereit? Ja. Leute, gleich fängt es an zu regnen. Leute, es fängt an. Los geht's. Fang an. Sie geht. Ich überflute es. Du bist. Warte. Er schafft es. Los, ganz schnell. Warte. Wir schaffen das. Alles ist überflutet. Sehr gut gemacht, Jungs. Bravo. Genau 2 Liter. Yeah! Ja, Mann, so muss das sein. Ich möchte euch bedanken, dass ihr mir geholfen habt, mit dem Regen fertig zu werden. Na, ihr Fernsehenthusiasten, die neue Challenge heißt, wählt den richtigen Eimer. Oh, es ist so einfach. Die einfachste Runde. Was denkt ihr? Es gibt hier einen Eimer, der euer Leben mit Sicherheit ruinieren wird. Wenn ihr hier verliert, müsst ihr nämlich aus dem Haus ausziehen. Ich will nicht. Ich habe es hier mega bequem, Mann. Ha! Ich habe nichts zu verlieren. Du kannst sogar nicht alles verlieren. Nein. Oh, wie? Nee, was? Nee, wie meinst du Hose? Nee. So, jetzt fangen wir an. Da gibt's 3 Eimer. Es gibt 3 Farben. Wählt bitte eine. Leute, kann ich bitte rot haben? Ich liebe rot. Gut. Gut, dann bin ich grün. Und dann bleibt mir nur blauer. So, die Wahl wurde getroffen. Das Spiel beginnt jetzt. Wir steigen bückend aus den Wogen heraus mit dem Kopf voran. So, Alter. Ja, das stimmt. Und ich öffne Kubiakovs Eimer. Glenn, ich glaube, ich sehe das durch die Reflexion. Ich glaube, ich sehe es auch. Oh. Ekelhafter Gestank. Kubiakov, schau nach vorne. Es sah seltsam aus. Mach dich bereit, Alter, was mit dir passieren wird. Mein ist rot. Der rote Eimer jetzt. Oh, ich verstehe. Was ist da drin? Also, es ist unangenehm, sehr unangenehm sogar. Es sind Legos. Lego? Oh, er hat so einen fetten Eimer bekommen, wow. Aber das werde ich nicht als hart bezeichnen. Komm schon, gib mir den grünen Eimer. Nun, ich verstecke mich am liebsten am Ende meines Raums. Nur für den Fall, Alter. Ich werde dich unterstützen, Vlad. Also, ich habe das irgendwie nicht erwartet. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass der grüne Eimer der normalste sein wird. Also, was werde ich da bekommen, Leute? Also, ich werde nicht schauen. Was ist mit Glenn jetzt? Deine ist leider die schwierigste. Oh nein, oh nein! Oh nein! Das ist schon wieder passiert! Was ist da? Hol doch den Kopf raus und schau nach! Hallo! Und dir fällt was ab? Oh, schau, was du getan hast! Oh! Ich nehme an, das war das Schlimmste gewesen. Oh Mann, es ist gar nicht cool geworden.
Ah, was machst du denn? Du verwüstest meine Wohnung. Hä? Natürlich, du hast mich doch mit Mehl übergossen. In Ordnung, Glint, du ziehst jetzt aus. Sofort. Hä? Schau, habe ich noch etwas hinter meinen Ohren? Du kannst hier ein Brötchen backen. Jetzt verstehe ich alles. Und los, schneller bitte. Verdammt, ist das ein schlechter Witz? Kannst du ein bisschen näher kommen? Ja, natürlich. Mann, riecht hier so, als hätte jemand Fisch weggeworfen oder so. Und der Geruch. Los geht's, ich bring dich jetzt zu neuen Freunden. Bin ich jetzt so obdachlos? Du siehst wirklich so. Verdammt. Verdammt, das Letzte, was ich wollte, war diese Challenge zu verlieren. So, Leute, ganz ehrlich, meine Herausforderungen sind jetzt vorbei. Also es ist Zeit für eine Zusammenfassung. Oh, wer hat die meisten Dinge übrig? Ich habe 7. Und ich habe hier 8. Somit haben wir hier den zweiten Herausforderer. Kobjakov ist ein Penner. Warte ein bisschen. Lieber Kobjakov, hier ist deine Kutsche angekommen. Oh. Komm schon, los geht's. Ups, auf geht's. Hallo Nachbar. Ganz gut, Alter. Wir werden uns nicht umarmen. Nein, ich glaube, man hat hier einen Obst weggeworfen oder so noch. Ich habe eine Art Servietten, Toilettenpapier. Und ich trage Socken. Nun, Vlad, los, bitte rausspringen. Oh, Wenn nur alle Mieter so wären wie du. Was ist bei den Jungs los? Hallöchen. Guten Abend. Na gut, wie gefällt euch das Video? Ich fand das gut, aber das Ende war nicht so gut. Na Jungs, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bei euch war ich, Vlada 4, gelernt. Kobjakov und Serioga. Und ich wünsche jedem von euch gute Vermieter. Auf Wiedersehen.